Bibbidi Babbidi Bobson Gaming zurück mit einem Commentary. Ist schon wieder eine lange Weile her. Allerdings hat uns doch eine Nachricht sowieso ganz schön ergriffen. Und zwar ist es jetzt wohl so, dass es ein offizielles Statement gibt, dass es keinen Multiplayer für den nächsten Assassin's Creed Teil geben wird. Das ist natürlich mega, ja, was soll ich jetzt sagen? Jetzt hat man endlich die Gewissheit, das ist natürlich auch schön, wenn man auf irgendwas gewartet hat, man hat sich immer wieder sozusagen selbst aufgemuntert und selbst motiviert zu sagen, okay, scheißegal, Assassin's Creed Unity hat Koop, warten wir auf Syndicate. Okay, Syndicate hat keinen Multiplayer, aber eine geile Story und ein geiles Gameset, aber im nächsten Assassin's Creed Teil, wenn For Honor abgeschlossen ist, dann haben die ja auch wieder ihr Multiplayer-Team und dann können die Multiplayer entwerfen, vielleicht sogar nur ein Multiplayer-Spiel. Und jetzt weiß man einfach endgültig, nichts ist. Ende Banane. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt für uns? Weil die Assassin's Creed Multiplayer-Community ist schon groß. Wir waren auch mal größer. Aber wenn man jetzt mal auf die ganzen Plattformen geht, Xbox, PlayStation 3, 4 und PC. Wir waren schon so drei Gruppen, drei Lager. Das erinnert mich irgendwie so an Gothic. Ist ja scheißegal. Es waren irgendwie so drei Lager, die alle irgendwie sich untereinander, naja, mehr oder minder leiden konnten oder eben nicht leiden konnten. Aber das Einzige, was uns verbunden hat, war ja nun wirklich der Multiplayer und auch die Hoffnung in unseren Videos immer, dass ein neuer Multiplayer jetzt bald released wird und ein neuer AC-Hype entsteht. Ich meine, wir hatten Anfang des Jahres durch die Aktion von Ubisoft, dass Assassin's Creed 3 umsonst ist, auf dem PC einen kleinen Hype. Wir hatten sehr, sehr viele Neulinge. Unter anderem sind auch sehr viele Leute von der Xbox rüber auf den PC gewechselt. Und die Frage ist jetzt, wie geht das weiter? Ne? Wie geht's auch weiter für uns? Weil Scrims werden jetzt auch immer weniger. Wir haben momentan eine Artifact Assault League. Und das ist recht schön. Es ist wie in so einer Geschichte, muss ich jetzt sagen. Seado wird jetzt wieder die Augen verdrehen, aber wenn man das jetzt so ein bisschen betrachtet, so die letzten 5 Jahre, da hat der Assassin's Creed 3 Multiplayer begonnen, ja, und dann gab es auch eine Artifact Assault League, es gab viele Clans, viele Videos darüber. Wir haben jetzt 5 Jahre später und vielleicht, ich weiß es nicht, endet jetzt der Assassin's Creed Multiplayer Hype auch mit dieser Artifact Assault League. Bam! Hat er jetzt nicht gesagt. Darf er das? Nein, aber die Frage ist wirklich, wie führen wir unsere Arbeit fort? Ich meine, wollen wir überhaupt noch weiter diesen Multiplayer spielen? Machen wir uns nichts vor. Er hat natürlich einige Vorteile gegenüber anderen Multiplayern. Mit den 10-Minuten-Runden und dem Prinzip Capture the Flag, das macht schon mega Spaß, seien wir mal ganz ehrlich. Deswegen glaube ich, dass jetzt der Assassin's Creed Multiplayer mehr und mehr so, also noch mehr so als Nischen-Game gehandelt wird. Es wird jetzt wahrscheinlich dann so die Zeit kommen, wo die Leute sich anderweitig für Spiele interessieren oder diese Spiele dann suchten, so wie sie AC gesuchtet haben. Nehmen wir an LOL, nehmen wir Dead by Daylight, nehmen wir For Honor. Das sind alles so, ich glaube CS gibt es auch noch sehr viele, aber CS ist auch so ein Beispiel. CS gibt es auch schon ewig, aber da hast du natürlich jemanden, der das Ganze auch unterstützt mit Patches, mit neuen Karten, mit allem drum und dran. Ich glaube, das haben auch alle anderen Multiplayer-Formate oder Multiplayer-Games, die ich gerade aufgezählt habe. Und AC wurde von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag immer mehr abgehängt. So, dass letztendlich die Community selbst dafür verantwortlich war, immer wieder Hypes zu generieren oder die Spieler bei Laune zu halten. Es ist jetzt scheißegal, ob das jetzt AC Whispers ist oder andere Leute, die sich die Mühe gemacht haben. In dem Fall hier auch mal Props an Snake Whisperer, ja, der Retter der Xbox-Community, der mit seinen beiden Memories-Turnieren da auch für ordentlich Brumborium gesorgt hat. Muss man ja auch mal ihm lassen, aber ihr müsst euch einfach vorstellen, das ist so die Freizeit von den Leuten selbst. Und die Leute werden ja auch immer älter und je älter man wird, desto unterschiedlicher werden ja auch die Interessen. Ich meine, ich habe das ganz gut verfolgen können, als ich mit AC angefangen habe, war ich
19, 20, nee, Quatsch, Bullshit, 22, irgendwie so. Also ist jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und damals die Leute, die waren gerade mal 14 oder 13, teilweise, einige von denen. Und es ist jetzt ganz lustig, wenn ich dann gesehen habe, wenn diese Leute älter geworden sind. Ne? Also als Beispiel aus meinem eigenen Clan. Jan zum Beispiel oder Siadu. Ich meine, Siadu, glaube ich, kenne ich mitunter neben Skripti am längsten aus dieser ganzen AC-Community. Wir hatten damals unser allerersten Scrim gegeneinander, der absolut laggy war und total in die Hose gegangen ist. Aber da sieht man mal, was so geschehen ist in der Zeit. Ich meine, die Leute fangen jetzt auch alle an zu studieren und da hat man dann auch keinen Bock mehr, so die Kraft in so ein Multiplayer zu stecken, um zu sagen, okay, ich hoste jetzt wieder ein Turnier, ich mache mir hier die Mühe, ich bin an meinen freien Wochenenden da, ich gebe hier den Richter, den Jury, was weiß ich, Idioten und bei Meinungsverschiedenheiten versuche ich zu schlichten. Das kostet Zeit und Kraft und die Frage ist, will man denn das noch? Weil, ganz ehrlich, die Liebe zu Assassin's Creed, zu diesem Multiplayer, die ist zwar bei mir noch vorhanden, allerdings ebbt sie schon seit einer gewissen Zeit ab. So, dass ich ehrlich sein muss, ich habe schon oft darüber nachgedacht, wann ziehe ich für mich den Cut? Wann sage ich, okay, es reicht jetzt mit Assassin's Creed? Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, warum ich den Absprung geschafft habe. Komisch, wie es klingen mag, aber vielleicht ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten, weil ihr wärt ja sonst auch nicht mehr da, wenn es so einfach wäre. Ne? So ist es ja eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben. Dass wir vielleicht immer gehofft haben auf den neuen Multiplayer und jetzt letztendlich vor vollendeten Tatsachen stehen. Was machen wir jetzt? Ja, weil wir waren immer noch so im Multiplayer drin in der Hoffnung, es kommt ein neuer Multiplayer. Und auch da habe ich schon gesagt, Mensch Leute, selbst wenn ein neuer Multiplayer kommt, er wird doch nicht genauso aufgebaut sein wie Assassin's Creed 3 und Assassin's Creed 4. Stellt euch das mal vor, es wäre ein neuer Multiplayer rausgekommen und es gäbe kein Artefakte-Zeug. Sondern nur, es wäre halt so ein Open-World-GTA-Deathmatch-Multiplayer-Spiel geworden. Da wären doch auch ganz viele unglücklich gewesen, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu aussieht. Deswegen, mache ich jetzt dieses Video und spreche auch ein bisschen ernster darüber. Weil irgendwie mein Content, der ist ja auch nur auf Assassin's Creed bezogen. Ich meine, ich habe versucht, mal einen Let's Play aufzuziehen. Ich habe auch mal versucht, andere Game-Genres darzustellen. Oder mein Video von Heroes of the Storm oder irgendwas. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir mega viel Spaß macht. Und allerdings musste ich auch sagen, dass es mich ein bisschen irgendwie niedergemacht hat. Würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat mich doch irgendwie ein bisschen traurig gemacht. Oder... ja, traurig nicht. Die Resonanz war nicht so positiv wie sonst bei den Commentaries, bei den Blind-Commentaries oder bei den Live-Commentaries, wie auch immer. Jeglicher Content mit Assassin's Creed, da habe ich zu 90% ein positives Feedback von euch. Das ist mir mal ganz wichtig. Auf der einen Seite mache ich natürlich Videos, weil es mir Spaß macht. Und auf der anderen Seite freue ich mich auch immer riesig, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, Mensch, geiles Commentary, hat richtig Spaß gemacht. Und wenn ich dann andere Videos mache, die eben kein Assassin's Creed-Content haben, dann schauen sich die Leute das auch an und denken sich, was sind das für eine Scheiße. Und da habe ich mich ein bisschen davon beeindrucken lassen, so dass ich die ganze Zeit nur eingleisig gefahren bin. Ich habe alles mit Assassin's Creed gemacht und werde jetzt in meinem Urlaub, im Mai werde ich in Urlaub fliegen und werde darüber mal nachdenken, wie es so weitergeht mit Bobson Gaming. Was ich denn auf meinem Kanal mache. Ich habe viele Ideen, die vielleicht nichts mit Assassin's Creed zu tun haben, aber die Frage ist ja auch, ob dann die Leute, die den Kanal abonniert haben, genau dann auch die Videos gucken würden. Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren, Leute. Haut's mir mal in die Kommentare. Ansonsten, das war heute eher ein bisschen nachdenkliches Commentary, weil, man muss ja auch mal die Karten auf den Tisch legen. Man muss auch mal ein bisschen ernst reden. Ansonsten versuche ich jetzt, gleich noch nach diesem Commentary wieder ein Blind Commentary hochzuladen, beziehungsweise hochzuladen, Quatsch, erstmal aufzunehmen und dann hochzuladen und schreibt mir mal, was ihr so über das Commentary haltet, über die Themen, die ich gerade angesprochen habe. Würde mich riesig über euer Feedback freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Drückt uns mal die Daumen im Seasonal, wir spielen heute und ansonsten haut rein. Ciao.